going funky. Go funky. Auf geht's nach Barcelona und zum Circuit de Catalunya, der Heimat des großen Preises von Spanien. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gunson. Mein Name ist Safin und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Forza Motorsport 5. Und ja, wir sind letztens hier stecken geblieben oder wie man das auch sagen mag. Yo, wir machen jetzt auch hier einfach mal weiter. Und, ich habe voll wenig Platz in meinem Zimmer. Yo, und ja, was gibt's denn zu sagen? Ich habe ein bisschen Forza gezockt, ein bisschen Gold gemacht, ein bisschen Credits gemacht. Und hab mir, glaube ich, einen neuen Wagen gekauft. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe 3 Tage nicht mal gezockt, Forza. Und da tut mir echt leid, dass am Freitag kein Video kam, weil ich dachte, ich hätte dieses Video gemacht. Also ich hätte schon ein Video gemacht. Nein, das war das gleiche Video. Und deshalb mache ich jetzt wieder, ja. Tut mir echt leid, Leute. Tut mir leid. Ich habe ein bisschen Verwechslung so. Wow. Das ist immer der Start, ey. Wow, ich bin jetzt echt durcheinander, Alter. Wenn du wolltest, kann ich auch mal diese Perspektive zocken. Dieses Auto sieht echt schön aus, finde ich. Yo. Und ja, was gibt's denn zu sagen? Eigentlich nicht vieles. Ich bin überlegen, einen Wagen zu kaufen. Und dann mache ich vielleicht mal eine kleine Abstimmung, was einen Wagen ich mir kaufen soll. Oh, das war ein bisschen... Ja, ich kann so irgendwie nicht zocken. Aber ich habe da was... Genau, was für einen Wagen ich mir kaufen soll, keine Ahnung. Ja, dann werde ich vielleicht eine kleine Abstimmung machen. 3-4 Wagen gibt es, die ich mir kaufen will, aber ja, eine kleine Abstimmung, kannst du mit abstimmen, welchen Wagen ich mir kaufen soll. Und ja. Genau. Und ja, wenn ich ein eigenes Zimmer mal bekomme, dann kaufe ich mir noch einen Laptop, einen Computer. Xbox One habe ich eh. Und dann noch eine Xbox 360. Ganz ehrlich, ich bin so einer, der gerne zockt halt. Ich mag so, ja, so verschiedene Spiele zu zocken. Ich bleib nicht bei einem Spiel hängen. Und ja, genau. Hört sich ein bisschen süchtig-mäßig an. Nein, ich zock lieber so, Mann. So gefällt es mir viel, viel besser. Genau, wenn ich ein Zimmer bekomme, will ich mir so einen Schreibtisch machen, so L für mich, ihr wisst schon. So der ganze Wand, so entlang, so. Will ich das so machen und dann, yo, dann mal schauen, wie ich das dann, ja, genau so will ich es dann machen. Ich kann es mir auch selber machen, weil ich werde dann, zweites Ausbildungsjahr Schreiner machen, drittes auch. Ich habe schon sozusagen schon so ein Regal für mich schon selber gemacht. In meiner Ausbildung. Yo, genau. Ah, ich bin 12. Platz, Mann. Die könnten wir noch einholen. Da, die holen wir noch ein, weil am Anfang habe ich echt verkackt, ey. Ich habe gar nicht aufgepasst, ey. Oh, und da haben wir jetzt ein bisschen Zeit nicht gut gemacht. So verloren. Aber hier haben wir jetzt ein bisschen Zeit gut gemacht. Ja, Mann. Passt perfekt. Und ja, ich habe eine Frage. Wollt ihr, dass ich Story aufnehme? Sagen wir mal, ja, jede zweite Woche einmal, aber in so einer Perspektive, dass es so die Außenperspektive zeigt, wie ich fahre, die Außenperspektive, von ganz außen halt. Nicht so von innen, ihr wisst schon, was ich meine, dass man ganz von außen, so wie in Formel 1, genau, so eine Perspektive wie in Real Life Formel 1, genau diese Perspektive, ob ihr so eine Perspektive sehen wollt, so jede zweite Woche einmal, und dann kommentiere ich einfach, ja, dann rede ich einfach, genau. Und yo. Ob das irgendwas haben wollt, einfach unten in den Kommentaren hinschreiben. Ich weiß, gucken sich nicht so viele an, aber ich let's play das, was mir gefällt und nicht das, was den anderen. Natürlich achte ich auch auf meine Abonnenten, was sie wollen und so. Und wenn sie was schreiben, ja, machen wir das und das. Und dann sage ich, ja, ich habe jetzt darauf Bock und dann mache ich das auch. Also auf meine Abonnenten höre ich auch ganz, auch zu, aber jetzt nicht ganz. Weil es gibt Leute, die hören nur auf ihre Abonnenten, dass sie halt Abos bekommen. Aber mir ist es eigentlich wurscht. Weil ich will eigentlich nur meine Let's Plays machen und, yo. Genau, ja, gut. 9. Platz, Mann. Ah, wir haben so viel Zeit verloren, das ist der Wahnsinn.
Doch, ich nehme schon auf. Oder doch. Ich dachte schon, ich hätte nicht aufgenommen. Das wäre ein großer Fall. Ich wäre locker dritter Platz, Mann. Oh, jetzt habe ich vergessen zu schalten. Natürlich, Forza ist so ein Spiel, was kaum einer Let's Play oder kaum einer anguckt. Aber ich mach's trotzdem, weil Forza finde ich das beste Autorennspiel, was es jetzt auf dem Markt so gibt. Ganz ehrlich, ich finde Forza besser als wie die Simulation auf Computer. Ich finde die auf Computer sind nicht so geil. Und voll weniger Autos und so. Genau, es kommt noch ein neues Autorennspiel. Ah ja, ich hab noch. Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich habe den Namen vergessen, aber. Ja, klingt cool, aber nicht so viele Fahrzeuge. Ich glaube, nur 40 Fahrzeuge gibt's da. Und ja, es kommt noch ein neues Forza-Teil raus. Forza Horizon 2. Werde ich mir höchstwahrscheinlich kaufen, wenn es auch für die Xbox One rauskommt. Will ich es mir dann kaufen? Ja, wir haben Bronze-Medaille. Bronze. Ja, werde ich mir sicher kaufen und Let's Playen dann. Weil Horizon fand ich den ersten Teil war schon richtig gut. Aber da fehlt ja noch etwas so. Ja, wie soll ich das erklären? Da fehlt so das gewisse Etwas, fehlt für mich so. Das so, ihr wisst bestimmt, was ich da meine. So, man zeigt den Spieler und dann fehlt da irgendetwas. Man kann es nicht beschreiben, man kann es nicht sagen, was da fehlt. Aber das Gefühl ist einfach nicht da, dass es Forza ist. So, ihr wisst bestimmt, was ich so meine. Bei anderen Spielen ist es auch so. Und ja, ganz genau. Und sowas hat bei mir. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt überhaupt diese Story schon gemacht habe. Boah, beim Alter, Xbox spinnt ein bisschen so rum, ey, speichert irgendwie, was es will. Nein, das haben wir nicht gemacht. Ja, Prag, voller Architektur, wie Polen. Wieso gibt's keine polnische Rennstrecke? Das wäre so cool. Von jedem Land ein bis zwei Rennstrecken. Und dann sagen wir mal, von jedem Land Minimum eine Rennstrecke und die bekannteren Ländern mehrere Rennstrecken. Das wäre cool, also die Länder, die eine Rennstrecke haben oder mehrere, eine Rennstrecke rauszogen, die gut ist und das wäre gut, Mann, das wäre geil. Und dann sagen wir mal, wenn man dann einen eigenen Rennstrecken bauen könnte in Forza, das wäre der Hit in diesem Spiel, das wäre so geil, das wäre so geil. Ich würde meine Rennstrecke, 10 GB große Rennstrecke, würde ich mir einfach bauen, so mit Kurven, alles mögliche, Alter, ich würde so krasse Rennstrecken bauen, mit Brücken, alles mögliche. Das wäre halt so der Hit, so ein Sprung nach vorne für Forza, so eigene Rennstrecke, so wie in Halo. Konnte man danach auch eigene Maps bauen. Und sowas will ich in Forza, wenn man seine eigenen Rennstrecken bauen könnte. Das wäre was Geiles, das wäre was Neues in Forza, das wäre so geil. So wie Horizon ist auch was Neues. Freie Map und so wie Need to Speed. Ich finde Horizon sogar besser wie Need to Speed. Ich persönlich, Mann. Forza ist generell ein der besten Autorennspiele. Ich würde es sogar beim ersten Platz oben lassen. Ja. Für mich ist Forza erster Platz. Zweiter Platz wäre dann Need to Speed Carbon. Dritter Platz Need to Speed Underground. Und danach kommt Horizon. Wie gesagt, es gefällt das etwas. Das Besondere an das Spiel was, aber. Yo, die sind gut dabei, das Spiel sehr gut zu machen. Und ja, tut mir echt leid, Leute, dass heute das Video so spät kommt, aber. Yo. Ich dachte, ich hätte schon ein Video und dann. Bisschen verkackt. Aber ich diese Strecke. Ja, Mann! Hast einen Fehler gemacht. Sehr gut. Okay, crashen finde ich nicht cool. Ah, ich habe gerade gecrashed, tut mir leid. Obwohl es eh nur ein Botspieler ist, aber naja. Okay, Botspieler kann man jetzt nicht so ganz sagen, weil es sind eigentlich keine Botspieler, die spielen nicht schlecht, aber es sind halt diese Driver-Einstellungen, die ein anderes Spiel hat, zum Beispiel Bams Mailblock oder wie der heißt, ich weiß nicht. Das ist bestimmt ein. Ja, kenne ich nicht. Es gibt auch welche von meinen FL, die da auch spielen. Das sind da die Driver-Einstellungen, wie man das auch heißt. Das fährt dann ganz genau so wie du offline spielst oder online, fährt es dann auch so. In anderen Online, in anderen Stories. Genau, in anderen Stories, genau. Und ja, finde ich eigentlich sehr cool. Boah, wie knapp, ey, das war echt.
Boah, das war so knapp, Mann. Ich hätte fast das Ding berührt da. Sieht's ja, jetzt bin ich gut dabei. Jetzt bin ich schon dritter Platz. Könnte mit der da vorne, der ist übel schnell, ey. Aber mein Wagen, der sieht besser aus. Bitch! 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 Oh, Mann. Man muss halt so ein Gefühl haben, wenn man bremsen muss. Man hat es einfach so ein Gefühl. Ist halt so auch in der Straße. Man bremst eh immer nach Gefühl, wie man wohlfühlt, wenn man bremsen soll, früher oder später. Ich bremse eher immer so spät, wie es nur geht. Auch mit dem Fahrrad. Ich hatte schon so fast Unfälle mit meinem Fahrrad. Genau. Nein! Ja, das war jetzt ein kleiner Fehler. Und den hole ich schon ein, Mann. Ich will erster Platz jetzt werden. Genau, und die Leute, die jetzt Forza Motorsport sich angucken, bitte schreibt mir unten in den Kommentaren, wie ihr das findet. Was für Wagen soll ich als nächstes mal nehmen? Ein Lamborghini? Wieder ein Nissan? Ein Porsche? Was für Wagen soll ich als nächstes nehmen? Dann weiß ich, was für Missionen ich weiter starten soll. Oder soll ich Luxuskarosserien? Alter, der Typ. Okay, ich war ein bisschen zu langsam unterwegs. Ich war echt ein bisschen zu langsam unterwegs. Na, den holen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr ein. Nö. Macht einfach Spaß. Forza, ich liebe das Licht da oben, das so blendet. War bei Forza Motorsport 4 nicht so. Und ja, es gibt auch das Spiel, das Gegenstück zu Forza, gibt auch Gran Turismo. Ich bin ganz ehrlich, Gran Turismo ist nicht gut. Gran Turismo ist so... Oh. Ah, nein, gar nicht gut. Ich hab's gezockt, Mann, ich find's nicht so geil. Das Spiel ist Müll, würde ich nicht sagen, aber... Ah, keine Konkurrenz gegen Forza, keine Konkurrenz auch gegen die Two Speed. Die Two Speed ist sogar besser wie Gran Turismo. Ganz ehrlich, Mann, was sich da Sony sich dabei gedacht hat, so ein scheiß Spiel zu machen, ach, ich verstehe es nicht, Mann. Neue Abzeichen und neue Titel freigeschalten, aber naja, so sind halt die Leute. Ich glaube, wir könnten noch ein Rennen machen. Yo. Ich weiß, Leute, derzeit, ja, die abonnieren mich auch voll viele und ja, okay, ja, naja, ein paar haben mich abonniert, aber ja, genau, und disliken voll viele Sachen von mir. Ich verstehe das nicht so ganz, aber ja, Fahrstufe 25 schon das 100. Mal hier, zeigt sich das an, dass ich Fahrstufe 25 bin, auf, oder Affinitätsstufe 25. Fahrstufe ist ein bisschen was anderes. Welcher Platz? 292.803. Das sieht man! Das ist Spiel richtig schau hier, 600.000, 1 Million zocken das Spiel sicher, Mann. Fast jeder hat das Spiel. Das ist das Spiel. Das hat einfach fast jeder. Also, die Xbox One haben. Weil, Forza, komm. Forza ist eigentlich das einzigste Autorennspiel, was gut ist. Würde ich mal so sagen. Jo, wir bekommen jetzt Punkte. Serienauszahlung. Genau, ich kann euch zeigen, was es so alles gibt. Hier gibt es noch dieses. Ja, die zwei habe ich es geschafft. Dann gibt es noch das. Ja, das ist scheiße. Ich gebe noch Luxuskarosserien. Grand, das ist Torino, genau, das sind die Luxuskarosserien, das ist Lamborghini, Grand Torino, das ist dann, dieses eine Dingspiel, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber, yo, ihr könnt mir dann unten in den Kommentaren auch hinschreiben, was für Story ich hier nehmen soll, Sport GT, Grand, Exotic, Racing, Racing wäre dann sowas, hier, dieses eine GT Racing kann und, ja, diese Formel 1, ich weiß nicht, ob ich davon eins habe, aber 70er Jahren, cool. Ich zeige euch mal einfach alles nach der Reihe. Hier gibt es so eher so Mustang Cars, modernen Sport Cars. Ich glaube, da habe ich auch eins davon. Ja. Dann Grand, dann gibt es Exotic, die sind teuer. Aber ich glaube, ich könnte mir ein Grand Hybrid, das ist ein modernen Hypercar. Das ist das von Ding, das ist ein Timeline Supercar, kenne ich gar nicht. Was ist hier? Ach so, ja genau, hier gibt's D.
A, B, C, D, E. Nein, warte mal. A, B, C. Also das ist D, das ist C, das ist B, das ist A, S, R, P. Aber da fehlt A, B, C, D. Es gibt doch, damals ging es auch bis E und F. Das haben sie weggemacht, weil es, ja, ich glaube, das haben sie jetzt besser jetzt gemacht. S könnte ich noch machen. R könnte ich eventuell auch noch machen. P geht bei mir gar nicht, weil die so einen Wagen habe ich nicht. Sparkarte auf so einen Wagen, auf P. Weil das ist klasse. Was für eine Leistung die Karre hat und was es erbringt. Und je nachdem wird es in einer Klasse. Ja. Weiß ich, wie ich das sagen soll, aber in eine Klasse geordnet, würde ich mal sagen. Genau, geordnet. D sind die richtig scheiße, C ist auch scheiße, B sind noch, ja, geht zu den guten, A ist gut, dann ab S geht's dann zu den. Und ja, die R-Wagen sind eher so diese. Ja, diese Sportwagen, die sehr, sehr schnell am Anfang beschleunigen und überhaupt sehr, sehr schnell beschleunigen und sehr schnell bremsen. Und AP sind da die Formel 1-Wagen. Alles, was mit Formel 1 zu tun hat. Genau. Jetzt wollen wir weiter gucken, was Spezialist sieht. Ah! Das sind dann, alle haben, glaube ich, Streckenspielzeug, wie die Legende. Also, genau. Diese zwei Wagen habe ich, könnte ich auch machen. Diese zwei könnte ich sicher machen. Genau. Fahrburgautos geeignet. Fahrburgautos geeignet. Fahrburgautos geeignet. Erschwindliche Autos. Okay, ja. Also diese zwei Autos habe ich. Ich glaube, das habe ich sogar auch. Also, genau. Und das bin der Spezialist. Vintage. Achso, das sind die ganz alten Wagen. Ja, ich glaube, Mustang würde noch gehen. Das würde auch noch gehen. Das auch. Mini, ja auch. Aber die zwei nicht. Ich glaube, die zwei sind sehr, sehr teuer. Und dann Racing halt. Ja, beschreibt mir einfach, was ich machen soll. Also Sport Compact, ob ich das erstmal beenden soll. Dann Sport RT, dann Gran Torino, Exotic oder Classic Competition, wie man das auch sagt. Spezialist, also dieses eine Dingwagen. Dann Vintage oder Racing. 1, 2, 3, 4. Ja, ihr habt 8 zur Auswahl, was ich machen soll. Und ja, einfach unten in den Kommentaren hinschreiben. Und ja, ich bin. Ich verabschiede mich auch damit und yo, viel Spaß beim Zocken, lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.